Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Zweitkanal. Herzlich willkommen zu einem brandneuen Video und zwar straight aus Mönchengladbach. Es geht für mich ins Stadion. Borussia Mönchengladbach spielt gegen den FSV Mainz 05. Es ist ein Freitagsspiel und das hier wird tatsächlich mein allerletzter Stadionvlog. Außer es kommt eines Tages mal irgendwie ein Anbieter auf mich zu und sagt, Marvin, du kannst hier bis auf den Spielfeldrand, kannst quasi den Schiedsrichter vielleicht am Händchen mit rein begleiten oder den Ball irgendwie auf den Mittelpunkt legen. Dann überlege ich mir das Ganze mal, aber ansonsten wird es erstmal der letzte Stadionvlog auf diesem Kanal sein, weil für mich war das immer so ein bisschen ambivalentes Verhältnis. Ich bin kein Fan davon, die ganze Zeit das Handy im Stadion in den Händen zu halten. Heute wird es auch ein Vlog ohne Spielszenen. Dementsprechend, wer die Zusammenfassung sehen möchte, der muss sich das auf den offiziellen Portalen angucken. Hier geht es eher um das Erlebnis. Und was dieses Erlebnis für mich ist, das werdet ihr in den nächsten Szenen sehen. Es geht auch direkt von Anfang an los, denn heute habe ich mir einen kleinen Kindheitstraum erfüllt und wir schlafen hier im H4 Hotel direkt am Stadion. Das Stadion ist dort drüben. Man kann sogar durch so eine Verbindungsstraße direkt rüber gehen und das ist für mich ein sehr, sehr großes Highlight, denn schon als ich ein kleiner Stübke war und hier Autogramme gesammelt habe, da wurde dieses Hotel gebaut und ich wollte hier immer mal schlafen und jetzt ist es soweit. Ich hoffe, wir haben ein geiles Themenzimmer und dann gibt es nachher noch das Spiel. Morgen schauen wir uns noch ein Spiel von der U23 an. Das wird toll. So, mal schauen, welches Zimmer wir bekommen haben. Themenzimmer 1971. Borussia verteidigt dank des Sieges am letzten Spieltag als erster Bundesligist die deutsche Meisterschaft. Wup, wup. Tore, Günther Netzer, Horst Köppel, Jupp Heynckes und nochmal Jupp Heynckes. Habe ich sogar von allen Autogrammen. Geiles Zimmer, kann ich nicht meckern. So sieht das Ganze aus. Hier haben wir noch schön Hennes Weisweiler und Günther Netzer. Hier die schöne Auswechselbank. Weiß jetzt nicht, ob die original irgendwo schon mal verwendet wurde. Schön die Borussia-Bettwäsche, da die Meisterschale. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Jetzt kommen wir zum absoluten Highlight, nämlich dem Ausblick. Man kann von hier direkt auf den Trainingsplatz gucken. Hier ist der Fohlenplatz quasi für die Jugend, für den Nachwuchs. Aber ich sag mal so, mit der Aussicht kann man doch morgens aufstehen, oder? Das ist das Zimmer. Schauen wir noch mal im Bad, ob wir da noch irgendwas finden. Ja, Klo sieht eigentlich relativ normal aus. Ist jetzt nicht in Form von einer Meisterschale. Und hier noch eine kleine Küche. Aha, mal hier schöne Gläser. Oh ja, auch ein schönes Glas hier. Hier werden wir jetzt zwei Nächte sein und jetzt werden wir uns erstmal ausruhen und dann geht es für mich auch nochmal zum Sport, bevor es dann heute Abend ins Stadion geht. Das ist die Aussicht vom Hotelflur. Kann man sich dran gewöhnen. Unten wird es auch schon voll und ich habe mich ins Stadion geworfen, denn jetzt geht's runter zum Shop bzw. auch zum Museum. Da treffe ich einen alten Bekannten. Ich freue mich sehr, dass er jetzt endlich auch mal Teil meines Kanals geworden ist, nachdem ich schon zweimal bei ihm zu Gast sein durfte. Und wer das ist, das seht ihr jetzt. Hier ist schon fleißig Hotelbetrieb. Stehen echt schon viele an. Was, hier kann man vorne zocken? Wie geil ist das denn? Ich bin aber sau schlecht im FIFA. So, da ist er. Guck ihn dir mal an. Alles klar? Buschi, mein Lieber. Buschi, endlich auch mal auf meinem Kanal. Ja, ein Traum. Ein Traum. Ich durfte ja schon zweimal bei dir zu Gast sein. Ja. Endlich bist du auch mal hier. Ich wollte immer mal da sein. Es war immer ein großer Traum, für so ein Publikum mal aufzutreten. Ach, jetzt muss ich dich einladen. Gehen wir shoppen? Ja, komm. Wollen wir uns was holen? Ja, du hast aber schon das geile Retro-Trikot. Ja, ja, klar. Na dann auf in den Shop. Buschi, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, welcher Vlog? Immer Toni Janschke, ehrlicherweise. Wirklich? Immer Toni Janschke. Geil. Trockener Typ. Ja. Ja, er ist so wie er ist. Super Typ und er steht zu seinem Verein. Voll. Immer Toni Janschke. Voll. Gibt aber auch ein, zwei so Kandidaten. Patrick Herrmann, Christoph Kramer. Ich glaube, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ich müsste jetzt aus Zwang eins kaufen, dann würde ich, glaube ich, echt Rocco Reitz nehmen. Weil ich glaube, an dem werden wir noch sehr viel Freude in den nächsten Jahren haben. Heimtrikot oder Auswärtstrikot? Was findest du geiler? Ich war anfangs kein Fan von dem Kragen, aber mittlerweile bin ich schon beim Heimtrikot. Klar, es ist so ein bisschen oldschool, aber ich weiß nicht. Fußballtrikots mit Kragen. Ist immer schwierig. So, dann lass uns mal hier nicht so im Weg stehen. Die Leute wollen hier durchgehen. Ich muss mal jetzt einen Schal kaufen. Ich überlege noch ein Trikot, aber ich habe so viele. Und ich brauche vielleicht für heute Abend noch so eine Sweatshirt-Jacke. Das wäre geil. Die sieht geil aus. Die wäre doch was für heute Abend, oder? Die kann man auch so mal tragen. Geil oldschool. Ja, voll. Voll, die würde auch gut zum Trikot passen. Ich sag 120 Euro. Nee. Ich sag 70. Das ist ja nicht 84, ja, in der Mitte. So, was sagt er denn? Größe L oder was? Größe L passt. Das ist ja schlimm hier. Ist man einmal mit den Promis unterwegs, Alter. Du wirst ja angehimmelt wie Gott, Alter. Das ist ja geil. Und dann gerade auch noch bei meinen Leuten. Es ist ja wirklich immer eigentlich die Bast oder die ehrlichste Währung, die man bekommen kann, wenn man so auf der Straße oder hier halt angesprochen wird. Ja, und für mich ist es halt wie nach Hause kommen. Und wenn dich dann Leute noch mögen. Ich werde oft angepöbelt. Ja, da geht's raus. Ja. Gibt's noch welche von diesen Retro-Trikots, die du auch eins hast? Ich finde aber das noch schöner.
Kanal fast. Echt? Ja? Ich weiß nicht. Die Frage ist jetzt, guck mal, die haben sogar 4XL. Da könnte sogar mein Vater reinpassen. Weil mein Vater ist halt, sieht halt aus wie ich. Nur ein bisschen dunklere Haare, aber halt so Markus Rühl-mäßig. Wir sind ja nicht auf der Modenschau. Dementsprechend kommen einfach hier die L. Ich habe mir auch dieses 125 Jahre Jubiläumstrikot gekauft, dieses schwarz auf schwarz, leider in der M. Das passt mir nicht, ich hab's nicht einmal an, das liegt bei mir rum. Soll ich meine Frage bekommen, soll ich's verlosen? Verlosen? Ich geb noch was dazu. Ich wollte noch eine Autogrammkarte und noch ein Retro-Trikot von mir dazu geben. Komm, ich habe auch noch ein Retro-Trikot. So, welches hast du, weißt du das? Naja, ich bezahle das. Größe kann er aussuchen, der Gewinner. Gönjamin heute. Also, was muss man machen? Buschis Borussia folgen, ganz klar, in der Videobeschreibung. Hier auf YouTube und natürlich mir. Und dann schreibt er in die Kommentare, wenn er da mitgemacht hat. Und dann losen wir da aus. Ja, die Größe könnt ihr aussuchen, Farbe könnt ihr aussuchen, ich bezahle. Das Jubiläumstrikot, das war hart umkämpft. Das habe ich leider nur in der M. Das gibt's auch so nicht mehr. Dementsprechend. Muss das Retro-Trikot sein als Jubiläumstrikot? Ja, genau. Da machen wir mal zwei Gewinner. Die gewinnen können einmal in der Wunschgröße das Retro-Trikot und einmal das Jubiläumstrikot in der M. Perfekt. Na, ich überrede jeden hier einfach zu einer Verlosung. Ja. Jeden, den ich sehe. Ja. Erfolgreiche Shopping-Tour. Oh, wir haben uns richtig gutes Wetter ausgesucht. Ich glaube, das ist so wirklich das letzte Mal dieses Jahr, das geiles, schönes Stadionwetter ist. Also, falls ihr ein Borussia-Fan da draußen ist und das Video sieht und folgende Trikots zu Hause hat und mir die verkaufen würde, meldet euch gerne. Ich suche noch ein 2004-2005-Trikot, weiß, mit Kio Scherer vorne drauf, mit Oliver Neville, aber am besten gut erhalten, jetzt nicht so mit bröckeligen Flock. Und ein Jahr später oder zwei Jahre später von Giovanna Elber hätte ich gerne eins. Am besten dieses schwarze, das hätte ich gerne. Das hatte ich damals nur für 10 Euro aus der Türkei. Für ein Original, das hat leider das Taschengeld nicht gereicht. So, liebe Freunde, das ist heute hier die Aussicht. Vielen Dank an SureSecure für die Einladung, dass wir heute hier in eurer Loge sitzen dürfen und das Spiel sehen dürfen. Ich weiß, Influencer und VIP-Bereich, ihr könnt es alle nicht hören. Ich bin auch für Influencer raus aus Stadien. Nein, Spaß beiseite. Wie gesagt, heute, der Vlog wird sich eigentlich so ein bisschen um das Happening im und am Stadion drehen. Dementsprechend wird es heute ein entspannter Vlog rund ums Stadion. Und ich zeige euch einfach mal die Aussicht. So sieht das von hier aus. Da unten geht's auf den heiligen Rasen, da geht's raus. Ja, die Banden, die sind natürlich nicht hoch, ne? Vielleicht kommt's ja doch eines Tages nochmal zum Undercover-Einsatz bei Borussia. Wobei ich mich ja nicht so wirklich traue, ne? Ich habe einfach Angst, Stadionverbot zu bekommen. Beim Herzensverein ist das halt nicht so geil. Schaut euch mal an, wen ich hier getroffen habe. Unsere Nummer 1. Gute Besserung an der Stelle. Vielen Dank. Wie lange brauchst du noch ungefähr? Ja, es dauert noch ein bisschen. Aber das Schöne als Profi ist, du hast ja von allen Seiten die Unterstützung. Ich habe mir vor einem Jahr einen Kreuzbandriss zugezogen und kurz danach hier die Patellasehne. Ich war auf mich alleine gestellt. Ich musste dieses ganze elende Fitnessprogramm alleine machen. So, und hier im Flur vom VIP-Bereich hängt das Original von dem Trikot, was ich vorhin im Fanshop gekauft habe. So sah es damals aus. Aus der Saison 85-86. Alter Falter. Das ist alt. Ein Jahr vorher. Auch nice, erinnert mich so ein bisschen an die Neuauflage von vor ein paar Jahren. Auch von Puma, dieses hellblaue, was ich auch habe. Habe ich auch ein Foto von, kann ich hier an der Stelle mal einblenden. Uwe Kamps, Legende. Wolfgang Kleff. Was haben wir hier hinten noch? Oh, geiles Trikot. Hatte ich auch mal eine Zeit lang mit Marco Reus hinten drauf. Ist mir leider zu klein geworden. Und ihr kennt es ja bei den älteren Trikots, die ribbeln dann irgendwann auf. Hier geht es ja einigermaßen, auch wenn das Trikot natürlich noch einen Schlag älter ist. Aber wenn hinten der Flock so bröselig wird, ist es natürlich immer ungeil. Dann irgendwann 2013 hier von Kappa. Auch ein sehr, sehr schönes Trikot. Geil, das kannte ich so gar nicht mit den Sternen. 89,90. Das gibt es ja mittlerweile auch als Neuauflage, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Ah, guck mal, was wir da haben. 96,97, da haben wir die Lösung. Ich habe eben noch mit einem Kollegen am Tisch ein bisschen darüber geschlaumeiert, ob das jetzt 96,97 ist oder 95,96 oder 97,98, aber gleiche Qualität, oder? Gut erhalten, mein Trikot, muss ich schon sagen. Und das ist auch ein geiles Trikot. Igor Demo 2002, 2003. Ich weiß nicht, ob nur ein Mensch dieses Video sieht, der bei dem Jahr 2003 an FIFA 2003 denkt. Da gab es auch eine Spielversion. Ich glaube aber nur für PC und Gameboy, wenn ich mich nicht täusche. Kann ich an der Stelle auch mal einblenden. Und da habe ich damals das immer auf den Gameboy Advance gezockt. Vielleicht kann ja der ein oder andere relaten, ist mittlerweile genauso alt wie ich. Aber das waren noch Zeiten. Da weiß ich noch, dass ich irgendwann mal 13-0 geführt habe. Und das habe ich schon vor der Schule gezockt, morgens um 7 oder so. Und dann hat mein Vater gesagt, du musst jetzt zur Schule. Ich so, bitte lass mich nur noch das Spiel zu Ende machen. Das ist mein Rekord, das ist 13-0. Und er so, nö, mach aus. Und da war der Rekord flöten gegangen. Hier haben wir ein paar Relikte aus der europäischen Zeit. Champions League Ball, der sieht sehr nach Fenerbahce aus. Ist das irgendwie vom Spiel gegen Fener? Oder ist das einmal nur damals der offizielle Matchball gewesen? Kann sein. Ah, guck mal, da sogar das Fener-Trikot. Da siehst du, könnte sogar der Ball von damals gewesen sein. Zu dem Trikot habe ich auch eine Geschichte, das hatte ich dann auch irgendwann. Aber ich wollte noch einen Flock hinten drauf haben und ich wusste nicht, dass da Unterschiede zwischen
zwischen dem Originalflock gibt und irgendwas, was man hinten drauf blockt. Da habe ich mir schon bei Karstadt Sport hinten den Spieler drauf machen lassen und sahen natürlich katastrophal aus und überhaupt nicht original. Was haben wir hier vorne? 81, 82, 2005. Ah, an das erinnere ich mich gar nicht mehr. Das ist einfach so ein All Black. Auch nice. 99, 2000. So, Stündchen später. Stadion ist schon so gut wie voll. Ja, Gästeblock, okay. Aber ansonsten alles Grüne ist auf jeden Fall voll. Stand 1-1. Sieht ganz gut aus aktuell. Nach dem Gegentor in der ersten Halbzeit hat Gladbach sich so ein bisschen fallen lassen. Aber es macht auf jeden Fall Spaß zuzuschauen. Vor allem die Abstimmung vorne von Player und Jordan sieht sehr, sehr gut aus. Und Rocco Reitz, eigener Nachwuchs, macht richtig viel Spaß. Überall auf dem Spielfeld ist er zu sehen. Vorne verteilt er die Bälle, hinten räumt er ab. Geiler Typ. So, liebe Freunde, ich habe nochmal prominenten Besuch organisiert. Rocco Reitz, geiles Spiel heute von dir. Wirklich. Also ich weiß nicht, wie du es machst, aber du warst vorne, hinten, überall. Ich glaube, einfach viel laufen. Ich glaube, bei mir wäre der Hauptschuh und Malz verloren. Meinst du, ich könnte mithalten, wenn ich mal bei euch mit trainieren würde? Kommt auf das Training. Ich mache die Meter einfach nur durchs Gucken weg. Ja, aber heute 2-2, gerade so gut gegangen, oder? Ja, am Ende mit dem blauen Augen. Ich hätte durch die erste Hälfte ein bisschen mehr auf. Ja, am Ende ist es dann durch das Gally auch nicht glücklich gewesen, aber ein Punkt davon mit dem blauen Augen. Ja. So, zurück im Aufzug vom Hotel. Jetzt geht's in die Falle. Wir haben es jetzt 12:30. War auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Abend. Gerade noch mal so mit einem blauen Auge davongekommen mit einem 2-2. Trotzdem ein sehr, sehr spannendes Spiel. Zwei wunderschöne Tore gesehen. Vor allem heute auch noch mal einige coole Leute getroffen. Nicht nur Rocco Reitz, Jonas Omlin, die ihr gesehen habt, sondern auch noch mal Patrick Herrmann habe ich gesprochen, von dem ich ja damals, 2012, als ich wirklich noch ein kleiner Butschi war, ich kann das Bild an der Stelle auch mal gerne einblenden, der mir dann sein Trikot in Hannover geschenkt hat. Der hat sich sogar daran erinnert, habe gerade mit ihm gesprochen, habe ihm auch gesagt, Ehre, dass er mir auf Instagram folgt. Tommy Schmidt vorhin getroffen, Christoph Kramer getroffen. Ein wirklich erfolgreicher Abend. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke nochmal an Schussecure, dass ich da sein durfte. Danke nochmal an Jonas Omlin. Danke an Rocco Reitz, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und morgen früh geht es dann weiter mit dem Frühstück tatsächlich auch drüben im Stadion. Da bin ich auch gespannt, wie es wird. Und dann schauen wir uns morgen noch die U23 an. Und da freue ich mich schon, Julian Korb wiederzusehen. Und dann war das noch ein erfolgreiches Borussia-Wochenende. Guten Morgen, zweiter Tag, heute ist Samstag, wieder im Aufzug. Jetzt geht's runter ins Frühstücksstockwerk. Mal gucken, was uns da so erwartet. So, das ist die Ausbeute des Morgens. Einfach ein Brötchen, bisschen Rührei, Wasser und doppelter Espresso. Damit kann man in den Tag starten. So, liebe Freunde, angekommen am Grenzlandstadion. Heute spielt die U23 von Borussia gegen Velbert. Und ich bin aus einem ganz bestimmten Grund da. Nicht nur, weil ich die U23 unbedingt mal sehen wollte, weil da natürlich auch die Nachwuchstalente für Borussia entwickelt werden, sondern auch, weil mein guter alter Freund Julian Korb, Corbinho, dort spielt. Und den werde ich heute mal überraschen. Und natürlich das Trikot, was er mir vor einem halben Jahr von Holstein Kiel mal geschenkt hat, auch um das unterschreiben zu lassen. Dementsprechend mal schauen, wie hier die Stimmung ist. Das erste Mal für mich bei einem Regionalligaspiel. Gucken, wo hier überhaupt der Eingang ist. Das erinnert mich so ein bisschen an meine Schiedsrichterzeiten. Da sahen die Stadien teilweise, wenn es gute Stadien waren, auch mal so aus. Richtig Oldschool-Vibes. Hier gibt's richtig original Bratwurst. Geil. Und hier geht's rein. So, das ist das zweite Frühstück. Einen guten Kraftriegel für den kleinen Mann. Spiel ist auf jeden Fall spannend. 1-0 Velbert gerade. Ich habe schon gesehen, Julian, da sitzt er wieder auf der Bank, hat sich aber gerade aufgewärmt. Lukas Ulrich ist aber drin und Jan Olschowski. Beide stabile Typen auf dem Weg zum Profi. So, 4-2 ist es ausgegangen. Hier werden noch fleißig Fanfotos gemacht. Mal gucken, ob Julian Korb gleich noch vorbeikommt. Endlich hat's geklappt. Endlich ist die Unterschrift auf dem Trikot drauf. Vielen Dank, Julian. Ja, sehr gerne. Schön groß gemacht für dich extra. Ja, schön. Das kommt direkt wieder in den Rahmen an die Wand. Wie läuft's sonst? Sonst alles gut soweit. Bei dem Wetter, ne? Heute gewonnen. Richtig geil. Nochmal Ende oder Anfang Oktober jetzt so geiles Fußballwetter. Hat man ja. Richtig Glück. Macht ja auch mehr Spaß. Jetzt kommen wir aber schön, wahrscheinlich bald wieder die Langtrikotzeiten. Ja, leider. Ja, dann wieder aber frieren. Muss man auch wieder durch. Ne? Das war ein langes und auch relativ erfolgreiches Borussia-Wochenende. Wie gesagt, das war mein letzter Stadion. Ein Vlog vorerst hier auf dem Kanal. Es ist tatsächlich sehr, sehr anstrengend und ich glaube, ich bin auch nicht geboren für diese Art von Videos. Ich konzentriere mich dann doch lieber auf die Videos, die ich für meinen Hauptkanal mache. Nichtsdestotrotz wollte ich einfach nochmal aus Herzensangelegenheiten mit einem Borussia-Wochenende abschließen. Hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt. Habe endlich die Unterschrift auf meinem Julian Korb-Trikot. Gestern 2-2 gegen Mainz. Ja, hätte besser laufen können, aber heute nochmal die U23 siegen sehen, war auch gut. Und im Shop fleißig gewesen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst es mich gerne wissen mit einem Daumen nach oben. Schreibt doch gerne
gerne mal in die Kommentare, was euer Highlight aus dem Video war. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Abonniert gerne meinen Kanal. Vielleicht schaffen wir demnächst hier noch die 100.000 Abonnenten. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.